Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Andi, und ich begrüße es recht herzlich auf meinem Kanal Dude Gaming. So, war ja recht spannend die letzten Folgen und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich hoffe mal, das geht jetzt so explosiv und so spannend weiter wie die letzten Folgen. Aber ich glaube schon, wenn man die anderen Uncharted-Teile kennt, ist es eigentlich immer so, am Anfang geht es ein bisschen, tröpfelt es ein bisschen dahin und wird immer spannender. Aber das finde ich ja gerade das Geile an den Spielen, dass halt immer spannender wird und man eigentlich gar nicht mehr davon wegkommt. So, jetzt, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Wir haben jetzt hier, genau, wir müssen glaube ich zum Strand wieder runter. Denn da haben wir jetzt ja, so eine Plattform ausgelöst. Und der Pfeil zeigt uns diesen Weg. Jetzt schauen wir mal, wo dieser Weg hinführt. Und erstmal wieder hier runterkommen. Aber ich glaube, dass wir uns hier abseilen können. Geh mal weg, Bruder, komm. So, ran da. Jetzt müssen wir, glaube ich, den gleichen Weg wieder zurück. So, hier kann man eigentlich nochmal springen, ohne dass was passiert. Fallschaden hält er ja nicht so viel aus. Okay, dann gehen wir mal hier runter. No, das müssten wir schaffen. Okay, alles klar. Sehr gut. So, dann gehen wir zum Strand zurück. Ich glaube, dass es hier sogar schneller geht. Oh, ne, geht's doch nicht. Gehen wir einfach hier durch. Ein Video über unsere schöne Wackelbrücke hier. Dann springen wir einfach hier runter. Ja, Nesen hält es schon aus. So, also, wo zeigt dieser Pfeil hin? Der Pfeil zeigt in diese Richtung, das heißt praktisch auf diese Insel. Da hinten sehen wir auch schon eine Höhle, aber da ist noch so eine Plattform. Wir fahren mit dem Boot. Wenn ich hier raufkommen würde. So, okay, gehen wir da ran. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Wenn mein Bruder mal kommen würde. Ah, der ist schon da. Okay, alles klar. Da ist aber auch eine Höhle. Aber ich glaube. Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch oder kommen. Ah, doch, da müssten wir eigentlich hochkommen. Scheiße. Ich schaue trotzdem mal nach, was da drin ist. Bin einfach zu neugierig. Was macht ihr denn? Achso, der parkt das Boot. Alles klar. Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Können wir da hoch mit unserem Seil? Nee, da kommen wir nicht hoch. Scheiße. Okay, hier gibt es aber auch keinen Kletterpunkt. Also ich sehe jetzt keinen auf die Schnelle. Ja, okay, dann tun wir mal. Normalerweise müsste man da hinten lang kommen vielleicht. Mit oben sind auch Plattformen. Aber ich würde sagen, wir tun jetzt trotzdem mal den Pfeilen folgen. Schauen wir uns die hinführen. Haben sie cool gelöst mit den Pfeilen, weil es doch mehrere Inseln sind, dass man da gleich die richtige Stelle findet. Ja, komm hoch, komm. Mei, was machst du denn? Du sollst da raufgehen. So. Hey, schau. Da drüben ist noch ein Ja, habe ich gesehen. Wo zeigt er denn jetzt hin? Der zeigt doch jetzt hier runter, oder? Praktisch. Genau. Zeigt ihr in die Richtung? Aber hier ist ja nichts mehr. Da müssen wir eher in diese Richtung. Da ist noch ein Pfeil. Wo zeigt der Pfeil hin? Okay, der zeigt. Der hier zeigt anscheinend auf die Höhle da drüben. Hier vielleicht rein. Oh, riesiges Tor. Das Zeichen.
Okay, ich glaube, wir haben es gefunden. Genau, wir müssen da hoch. So. Springen wir mal hier raus. Können wir hier irgendwo klettern? Nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier lang. Pfeil zeigt ja hier hoch. So. Okay. Da komme ich doch gar nicht hoch. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Hä? Komm da eh nicht hoch. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen. Können wir vom Boot hier rüberspringen? Ach, okay, muss ich das Boot vielleicht näher ranpacken. Probieren wir es mal. Los. Okay. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja! Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern? Im Ernst jetzt? Klar. Also ich find's verdammt cool. So, lala. Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Ich glaube, das war der falsche Weg. Da muss ich am Bruder festhalten. Okay. Noch ein wenig höher. Wir können an dem Mast schwingen. Dann müssen wir wahrscheinlich da hoch. Wo ich glaube ich schon war. Oh, halt die fest. Ich schwing lieber nochmal. Okay. Sind wieder im Geschäft. Okay. Okay, na geh hoch, komm. Okay, sehr gut. Ging noch recht gut eigentlich. Ja, das ist Wahnsinn, die Grafik, die ganze Vegetation hier. Haben sie, glaube ich, schon die letzten Tropfen rausgepresst aus der PS4. Und? Zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Komm, gehen wir näher ran. Ja, erstmal oh! Boah. Ich hatte gerade gedacht, das ist ein Abgrund. Wäre gleich down gewesen wahrscheinlich. Okay. So. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Ey, hätte ich wieder eine Granate hingeschmissen. Okay, alles klar, gehen wir mal rum. So, wo geht's hier weiter? Ah, da ist ein Schatz. Alles klar.
Bronze Dekan Schnabelschale. Ist was drinne? Nee. Okay. So, gehen wir hier weiter. Da ist eine Höhle, aber ich glaube, da komme ich bloß da hinten hin, wo ich fast runtergefallen wäre. Ah, hier ist nix. Wo denn? Wo können wir klettern? Wo ist er denn, mein Bruder? Das ist das Boot. Hier können wir klettern. Okay, klettern wir halt hier. Okay. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Jetzt los, geh. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Oh, jetzt will ich da baden gehen, ey. Das ist echt hammermäßig. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich, wo wir sind. Oder? Genau, da hinten war auch die Höhle, wo wir erst hoch wollten. Wo es nicht weiterging. Da sind wir gekommen. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Okay, das war hier. Da ist ein Kletterpunkt. Oh, aufpassen. Jetzt bin ich hier gleich runtergefallen. Müssen wir hier runter vielleicht? Ne, wir müssen hier lang. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Ja, komm, Räuberleiter. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Ich warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam, was entdeckt? Da geh halt rüber, Mensch. Sam, hey! Dann geht's doch hier auch weiter, oder? Gott, verdammt! Also, wie steht's? Ihr ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Oh, halt dich fest, komm. Was schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Ist das nur Gestrüpp? Falle ich da durch? Nee, sieht aus wie ein Felsen, okay. Hätte auch ohne deine Hilfe geschafft jetzt. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Okidoki. Ja, hier wollte ich lang. Hier ist ein Kreuz.
Hier auch. Und wieder so komische Statuen. Wow, super gearbeitet. Geht's aber nicht weiter. Ich glaube, nee, waren wir da schon oder waren wir da nicht? Nee, da waren wir noch nicht, glaube ich. Gehen wir mal hier runter. Ein paar Vögel sind hier. Sam, zwecklos, Sackgasse. Scheiße. Okay, dann also wieder zurück. Gehen wir mal hier hoch. Tja, es muss einen Weg hinüber geben. Boah, müssen wir jetzt da reinspringen, ey. Hier, aber da komme ich doch niemals rüber, Leute, oder? Komme ich da rüber? Okay, wenn ich jetzt fail, dann hilft's nicht. Ich probier's einfach mal. Okay. Das geht nicht. So. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. So Leute, wie es jetzt hier aber weitergeht, wo der Weg weiterführt, das schauen wir uns glaube ich erst in der nächsten Folge an. Ich suche dabei schon mal den Weg und wenn ich gefunden habe, gebe ich euch natürlich wieder Bescheid und ihr verpasst auch nichts, aber ich schaue jetzt erstmal, wo es hier weitergeht. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch einen Daumen nach oben und ansonsten